eine Entwicklungstendenz zu erkennen, berechnet man die sogenannte Steigungsrate. Tendenzen werden berechnet zum Beispiel bei der Börse oder in der Meteorologie. Die Steigungsrate ist als Grenzwert definiert und wird als Ableitung berechnet. Zeichnerisch funktioniert das wie folgt. Bei einer Zahl x zeichnet man zuerst den Punkt mit Koordinate x, f von x, wenn das hier der Graph der Funktion f ist. An diesem Punkt p konstruiert man dann die Tangente und von diesem Punkt p aus fährt man um eine Einheit nach rechts und dann vertikal zurück zu dieser Tangente. Ist die Tendenz steigend, dann muss man nach oben zeichnen, wie hier. Ist die Tendenz fallend, dann muss man nach unten zeichnen. Hier ist es aber nach oben. Das heißt, nochmal, von P aus fahren wir immer um 1 nach rechts und dann vertikal zurück zur Tangente. So entsteht dieses Steigungsdreieck und die Steigungsrate, das ist dann das Maß von dieser Seite hier oder auch das Maß von dieser Strecke hier. Die Ableitung einer Funktion f' ausgedrückt bei x schreibt sich auch so. Man schreibt die Ableitung von f gegenüber der Variablen x und diese Ableitung wird ausgedrückt mit x. Solch eine Steigungsrate kann man auch mit diesem Taschenrechner berechnen. Auf dem Taschenrechner steht die Steigungsrate ganz genau so geschrieben und diese Funktion finden wir hier in Gelb. Um diese also zu aktivieren, drücken wir für Gelb Shift, Tipp und dann tippen wir auf diese Taste, Tipp. Jetzt sollen wir die Funktion eingeben. Das hier ist der Graph der Funktion 2 hoch x, Exponentialfunktion mit Basis 2. Also geben wir hier dieses f von x ein, dieses 2 hoch x. Mit den Kursortasten können wir jetzt fahren bis zu diesem Feld und jetzt sollen wir Casio noch sagen, bei welcher Zahl x wir die Steigungsrate berechnen möchten. Machen wir das zum Beispiel bei der Zahl 1,5. Bei der Zahl 1,5 scheint die Steigungsrate so ungefähr 2 zu sein. Das hier ist ungefähr so groß wie 2. Also setzen wir hier als x-Wert diese Zahl 1,5 ein. 1,5. Und um die Steigungsrate zu erhalten, brauchen wir jetzt nur noch die Enter-Taste zu drücken. Ich tippe drauf. Tipp! Der Taschenrechner findet 1,96. Grafisch erkennt man, dass das ungefähr 2 ist. 1,96 ist ungefähr 2. Zeichnerisch kann man so die Steigungsrate sehr schön erkennen für egal welche Zahl x, die man auf der x-Achse wählt. Man fährt von p immer um 1 nach rechts und bei dieser Strecke hier kann man dann die Steigungsrate ablesen. Wenn die Strecke nach unten gezeichnet wird, dann ist die Steigungsrate negativ. Dann ist die Tendenz fallend. In diesem Beispiel hier ist die Tendenz steigend.